Hast du ein Video jetzt? Ja. Achso, dann kann ich ja nur. Heute ist der. Großer Tag. Meine Mutter hat Geburtstag. Die muss ich auch. Ich kann ja mal einen Interferenzlaser reinpacken. Ist hier nochmal rot. Oder dann. Oh, da kommt was. Ja. Man kann es leider durchsehen, aber es verschwindet gleich. Ich sehe den Strahl. Ich sehe zwei und grün. Es leuchtet grün. Ja. Ja. Aber jetzt pass auf. Spannung an für RSCI, dann ist der grüne Strahl bei 12 kV, ist weg. Und jetzt, zack. Und wenn man jetzt ganz genau hinguckt, sieht man hier in der Mitte diesen kleinen hellen Punkt. Siehst du den? Ja, den sehe ich. Und wenn ich jetzt von Glycerin die Spannung wegnehme, ist er weg. Allerdings sieht man. Ist der weg, weil der hinten. Ist er da? Das sind die Überschläge. Wir sehen die Überschläge drüben. Oh. Ja, die Überschläge sind lustig, dann würden die hier noch. Nur ein bisschen zugeladen. Ja, auf jeden Fall. Ah, nee. Was ich machen kann, ist. Kamera festhält. Ich kann jetzt ein bisschen weiter nach hinten gehen. Mhm. Und er ist breiter geworden. Hast du es gesehen? Ist breiter geworden, auf jeden Fall. Ich mach nochmal nur das Glycerin aus. Er ist weg, aber man sieht den viel zu gut. Nochmal. Ja, sehr schick. Jetzt habe ich Fluoreszein ausgemacht. Man sieht es kaum. Er ist wieder da. Kannst du da auch ranzoomen? Das ist Maximum. Maximum für. Für das Selektiv. Aber wenn man dann machen, die auflösen muss, ja, gut genug. Ja, das war dann eigentlich schon, oder? Oder noch mehr? Noch weiter vielleicht? Noch weiter? Okay, warte, ich muss hier die Spannung anmachen. Man sieht den Streifen. Mhm. Hier weiter hinten kann man allerdings jetzt nicht mehr richtig erkennen, ob es zum Fluoreszein gehört. Aber es sieht schon mal zum Produkt, ja. Das ist das Produkt auf jeden Fall, der Agglomeration, was denkt. Ja? Ja. Weil Fluoreszein ist jetzt aus. Schalte es doch mal an. Und jetzt sieht man es. Ja. So ist das. Und Spannung variieren vielleicht? Wird man nicht so viel sehen. Also es geht auch gar nicht. Dass ich auf 5 kV packe. Beides auf 5 kV geht auch. Mhm. Allerdings sind dann, man kann es erkennen, wenn ich es jetzt ausmache. Allerdings sieht man dann die anderen Strahlen halt mit. Mhm. Siehst du? Also. Was ist das für ein. Das ist Filter. Ja, das hier oder das da. Da blau und interessant grün ist, wenn ich das jetzt hier weiter. Oh, was ist da das grüne Bild? Das ist die. Ja, die Kante. Die Kante. Ich muss hier nur ganz nah ran. Die. Der Fluoreszein ist. Genau, und hier. Geschehen, ja? Ja. Und hier sieht man nochmal diesen einen kleinen Punkt. Mhm.
um das Ganze fängt an zu leuchten. Man kann sehen, wenn ich jetzt die Spannung wieder ausmache. Ist der Punkt weg? Nein, das ist der Punkt, ist, also der kleine ist weg, aber der große ist von der Platte. Der große ist von der Platte, genau. Ja. Aber der kleine ist von... Der kleine ist weg. Wenn es ein bisschen abdunkelt. Ja, man kann es ein bisschen sehen. Jetzt ist es wahrscheinlich auch schon ein bisschen schmutzig. Kann man nicht so gut sehen. Ne? Aber bei 6 kV geht's und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten schiebt, mach du. Man eigentlich auch was sehen. Aber ich glaube, da ist die Überlagerung von dem anderen Strahl. Jetzt sieht man was. Ja. Bei 5 kV. Also bei 5 kV finde ich, sieht man sogar noch besser als bei 12. Allerdings hat man dann diesen Nebenstrahl zu sehen. Nochmal 12 vielleicht. Jetzt richten. Das war's.